Zwei Jahrzehnte vor dem Bombenattentat von 1995 in Oklahoma City starten in den USA gewalttätige Extremisten eine Terrorserie. Banküberfälle, Bombenanschläge, eskalierende Zerstörungsakte. Als auch noch Mord dazukommt, arbeiten Antiterrorexperten des FBI mit der State Police zusammen, um die Gruppe gewalttätiger Radikaler aufzuhalten, bevor sie öfter zuschlagen. In den 1970ern sorgte eine Serie von Banküberfällen und Bombenanschlägen für Angst und Schrecken an der Ostküste. Das FBI sah sich mit einer neuen Art von Verbrechern konfrontiert, den Inlandsterroristen. Ich bin Jim Karlstrom, ehemaliger Leiter des FBI-Büros in New York. Fast ein Jahrzehnt lang agierten diese selbsterklärten Revolutionäre im Untergrund. Oberstes Ziel der Gesetzeshüter, sie ein für alle Mal zur Strecke zu bringen. Interstate 80 ist ein abgelegener Teil des Highways im nördlichen New Jersey. Am 21. Dezember 1981 führt Philip Lomonaco von der New Jersey State Police eine routinemäßige Verkehrskontrolle durch. Der Fahrer scheint nervös. Lomonaco sieht, dass er bewaffnet ist. Hände aufs Lenkrad, Führerschein aufs Armaturenbrett, aussteigen. Hände hoch, Hände aufs Auto. Keine Bewegung. Haben Sie weitere Waffen dabei? Nicht bewegen. Sie bleiben im Auto. Bleiben Sie im Auto. Bleiben Sie im Auto. Ein vorbeifahrender Autofahrer sieht das leere Polizeiauto und hält an. Er schaut nach, ob alles in Ordnung ist. Dann entdeckt er den verletzten Streifenpolizisten regungslos im Schnee. Er verwendet den Polizeifunk, um Hilfe zu rufen. Einsatzzentrale, sprechen Sie. Ich bin auf der Interstate 80 in einem Streifenwagen. Wie heißen Sie? Die Einsatzzentrale in Blairstown ist überrascht, dass ein Zivilist den Polizeifunk benutzt. Der Polizist liegt am Boden. Er wurde angeschossen und bewegt sich nicht. Bleiben Sie im Auto, wir kommen. Alle verfügbaren Einsatzkräfte fahren zum Tatort. Ein Polizist wurde angeschossen. Charles Coe ist Major bei der New Jersey State Police. Nahezu alle Streifenpolizisten, die damals im Einsatz waren, fuhren zum Tatort. Wir haben alle mal als Streifenpolizisten angefangen. Wir kennen die Gefahren. Man denkt aber nie, dass einem selbst etwas passiert. Und schon gar nicht, dass jemandem wie Phil Lomonaco etwas passiert. Lomonaco ist eine Legende im Police Department. Als er am Tatort ankommt, kann Lieutenant Richard Ryan nicht glauben, dass er erschossen wurde. Der erste Schuss traf Phil im Brustbereich. Er trug eine schusssichere Weste. Doch durch den Stoß des Schusses drehte er sich leicht, sodass ein Schuss ihn in die Achselhöhle traf. Die Kugel ging direkt ins Herz. Die Ermittler finden Lomonacos Dienstwaffe mit 6 leeren Patronenhülsen. Der Polizist hatte bis zum Ende gekämpft. Lieutenant John Mandrace überprüft den Tatort und findet weitere Hinweise auf ein Feuergefecht. Ich fand am Tatort Glasfragmente sowie 12 9mm Patronenhülsen. Sie lagen in einer Schneewehe und drumherum. Aufgrund der Zahl und der Größe der Patronenhülsen glaubt Mandrace, dass es sich bei der Mordwaffe um eine halbautomatische Pistole mit 9mm Kaliber handelt.
Er sucht nach der Waffe, doch sie ist nirgends zu finden. Rettungssanitäter bringen Philip LeMonaco zum Krankenhaus, während 250 Police Officer Jagd auf den Mörder machen. Polizisten aus New Jersey und Pennsylvania halten Autofahrer an und befragen sie. Einer erinnert sich daran, dass zwei Männer vom Tatort wegfuhren. Sie fuhren einen 77er Chevy Nova mit Kennzeichen aus Connecticut. Die Polizei richtet entlang des Delaware River Kontrollpunkte ein. Auf allen Highways und Nebenstraßen suchen Police Officer nach den Mördern. Die Reaktionen waren überwältigend. Überall tauchten Leute auf und gaben uns Hinweise, um uns bei der Suche nach dem Auto und den Tätern zu helfen. Nach einigen Stunden finden ein Drogenfahnder und ein Streifenpolizist den Nova. Das Auto wurde auf einer Landstraße 5 Kilometer vom Tatort entfernt zurückgelassen. Die Detectives finden ein leeres Holster. Der Wagen wird nach Spuren abgesucht. Die Karosserie des Wagens weist mehrere Einschusslöcher auf. Es gab Einschusslöcher in der Motorhaube und der Frontscheibe. Die Windschutzscheibe des Beifahrers war zerschossen, was darauf hindeutet, dass er auf den Beifahrer zielte. Die Ermittler vermuten, dass es der Beifahrer des Autos war, der Phil LeMonaco erschoss. Der Fahrer hatte es so eilig, das Fahrzeug loszuwerden, dass er ein wesentliches Beweisstück übersehen hat. Auf dem Armaturenbrett lag ein Führerschein aus Connecticut, ausgestellt auf den Namen Barry Eastbury. Vorläufig sind Eastburys Name und Adresse die einzige Verbindung zu LeMonacos Mörder. Mit einem anderen Streifenpolizisten verließ ich den Tatort und fuhr sofort nach Connecticut, um dieser Spur nachzugehen. Wir fuhren zu der Adresse im Stadtzentrum von New Haven in Connecticut. Die Adresse auf Eastburys Führerschein stellt sich als Hotel heraus, nicht als Wohnhaus. Diese Spur war also eine Sackgasse. Später am Morgen trafen wir uns mit dem FBI. Wir erfuhren, dass sie einige Monate zuvor beim selben Hotel gewesen waren, als sie Hinweisen zu einer Person namens Raymond Luke Levasseur nachgingen. Levasseur gehört zu den 10 vom FBI meistgesuchten Verbrechern. Die Agents glauben, dass er der Anführer einer Gruppe gewalttätiger Radikaler ist, die sich Sam Melville Jonathan Jackson Unit nennt. Das FBI verdächtigt die Gruppe, eine Serie von Banküberfällen und Bombenanschlägen ausgeführt zu haben. Nun fragen sich die Ermittler, ob die Gruppe auch für die Ermordung von Phil LeMonaco verantwortlich ist. Ich möchte gerne diese Abdrücke abgleichen lassen. Die Agents schicken Levasseurs Akte an das Labor in New Jersey, um seine Fingerabdrücke mit denen im Nova abgleichen zu lassen. Leider stimmten sie nicht überein. Wir konnten es kaum glauben. Es ergab keinen Sinn. Ryan schaut sich Levasseurs Steckbrief genauer an. Ich las den Steckbrief noch einmal. Ganz unten im Kleingedruckten stand, könnte in Begleitung von Thomas William Manning sein. Die FBI-Agents schauen sich Mannings Akte an. Das Foto auf dem Steckbrief zeigt den Mann, der ihnen als Barry Eastbury bekannt ist. Rechtsmediziner stellen fest, dass die Fingerabdrücke in Mannings Akte zu denen im Nova passen. Somit steht fest, dass Barry Eastbury ein Pseudonym von Thomas Manning ist. Sollte Manning in die Ermordung von Philip LeMonaco verwickelt sein, hätten die Ermittler es mit einem gefährlichen Verbrecher zu tun. Laut der FBI-Akte lernten sich Manning und Levasseur im Gefängnis kennen, wo sie Haftstrafen wegen Drogen, illegalen Waffenbesitzes und Raub verbüßten. Die beiden Männer bildeten eine radikale Gruppe, die sich die Melville Jackson Unit nannte, wie Special Agent Leonard Cross berichtet. Sie kannten sich sehr gut mit verschiedenen Guerillataktiken aus. Sie befassten sich mit Guerilla-Handbüchern. Sie lasen die Texte der radikalen Linken aus den Mid-60er bis frühen 70ern. Die Gruppe beginnt eine Herrschaft des Schreckens. Zwischen 1976 und 1979 gehen 7 Bombenanschläge in Massachusetts und New York auf ihr Konto.
Dazu gehören die Bombenanschläge auf zwei Gerichtsgebäude. Das Gericht von Middlesex County in Lowell, Massachusetts und das Gericht von Suffolk County in Boston. Dabei werden 22 Personen verletzt. Die Melville Jackson Unit nimmt Institutionen und Unternehmen ins Visier, um gegen die, ihrer Meinung nach, unfaire Politik von Regierungen und Konzernen zu protestieren. So viel weiß man aus ihrer Propaganda. FBI Special Agent Ed Peterson ermittelt gegen diese radikale Gruppe. Ich glaube, sie hielten sich für Verfechter der Unterdrückten und der Armen. Für die haben sie allerdings nie etwas getan. Ihr einziges Ziel waren Gewaltverbrechen. Die Agents glauben, dass die Gruppe ihre gewalttätige politische Agenda durch Banküberfälle finanziert, minutiös geplante Operationen, die mit militärischer Präzision ausgeführt werden. Es war offensichtlich, dass dies keine gewöhnlichen Verbrecher waren, sondern eine organisierte Verbrecherbande, die in Neuengland zahlreiche Straftaten beging. Die schwerwiegendste war natürlich der Mord an Philip Lamonaco. Heiligabend 1981. 2000 Police Officer aus mehreren Bundesstaaten nehmen an der Beerdigung von Philip Lamonaco teil. Seine Frau Donna ist von dieser Welle der Unterstützung überwältigt. Wir waren auf dem Weg zur Beerdigung und ich war überwältigt. Viele Trauergäste hatten schon einen Kilometer vor der Kirche geparkt. Philip Lamonaco genoss im ganzen Bundesstaat New Jersey größte Achtung. Er war wirklich ein großartiger Polizist. Er liebte seinen Job und hatte Respekt davor. Ich glaube, das war es, was ihn zu einem guten Polizisten machte. Er war einer der Guten. Er war für viele junge Polizisten ein Vorbild. Er hat viele von ihnen ausgebildet. Sie haben von ihm gelernt, wie man Fahrzeuge anhält und nach Schmuggelware durchsucht. Superintendent Clinton Pagano macht Donna Lamonaco ein Versprechen. Die New Jersey State Police wird alles daran setzen, die Mörder ihres Mannes zur Rechenschaft zu ziehen. Ich sah die Aufrichtigkeit in seinen Augen und da wusste ich, dass sie es schaffen. Das hat mich überzeugt. Man wird die Täter fangen. Wer auch immer sie sind, man wird sie fangen, weil er es mir versprochen hat. Das FBI und die State Police von New Jersey und Pennsylvania haben sich in einem städtischen Gebäude einquartiert, um die Männer zu finden, die Lamonaco ermordet haben. Die Task Force geht dutzenden Hinweisen nach. Die Ermittler befragen die Besitzer von Waffengeschäften in der Gegend, ob jemand 9mm Munition an einen Mann namens Barry Eastbury verkauft hat. In Stroudsburg, Pennsylvania, auf der anderen Flussseite des Tatorts, landeten sie einen Treffer. 3 Monate zuvor hatte ein Barry Easterly, nicht Eastbury, 9mm Munition in einem Waffengeschäft in Stroudsburg gekauft. Der Name ist zu ähnlich, als dass es ein Zufall sein könnte. Wenn diese Patronen für den Mord verwendet wurden, wäre der Zeitraum von 3 Monaten ein wichtiger Hinweis. Wir hatten so eine Ahnung, dass die Verdächtigen in dieser Gegend wohnten und nicht nur auf Durchreise waren. Wir arbeiteten zu der Zeit eng mit der Pennsylvania State Police zusammen und gaben unsere Informationen weiter. 2 Tage später erhält die Pennsylvania State Police einen merkwürdigen Anruf. Ein Hund? Ein Vermieter ruft mit einer Beschwerde an. Die Pennsylvania State Police erhielt einen Anruf von einem gewissen Charles Miller. Er lebte in Marshall's Creek, direkt auf der anderen Flussseite im Umkreis von Stroudsburg. Miller besitzt mehrere Mietwohnungen in der Gegend. In einem seiner Häuser ist ein Hund zurückgelassen worden. Die Mieter hat er seit 2 Wochen nicht mehr gesehen. Laut Miller war das Haus an einen Mann namens Barry Easterly vermietet. Die SWAT-Einheiten nähern sich dem Mietshaus. Das ganze Haus wird Zimmer für Zimmer durchsucht. Die Bewohner müssen überstürzt aufgebrochen sein. Sie haben ihre Kleidung, persönliche Fotos und sogar ihren Hund zurückgelassen. In einem Zimmer findet die Polizei radikale Literatur und eine Logoskizze mit einem Kalaschnikow-Sturmgewehr.
Im Schlafzimmer finden sie das Equipment von Inlandsterroristen. Wir fanden eine umfangreiche Ausrüstung, Anleitungen zum Bau von Bomben sowie die nötigen Materialien. Die Polizei findet außerdem 9mm Patronen. Mit diesem Kaliber war Philip Monaco erschossen worden. Das Haus ist offensichtlich die konspirative Wohnung, wo Thomas Manning mit Frau und Kindern lebte, als Le Monaco ermordet wurde. Die Ermittler finden Dokumente, die ihnen neue Einsichten in die Tätigkeiten der radikalen Gruppe gewähren. Sie planten anscheinend einen Banküberfall in Allentown, Pennsylvania. Wir fanden ihre Pläne dazu. Außerdem fanden wir die Auswertung eines Banküberfalls, bei dem einige Jahre zuvor mehrere Polizisten getötet wurden. All das hatten sie in ihrer Eile zurücklassen müssen. In einem weiteren Schlafzimmer findet Sergeant Tom Evans ein Adressbuch. Wir schrieben alle Telefonnummern aus diesem Buch ab. Es enthielt keine Namen, nur Decknamen. Zudem fehlten die Ortsvorwahlen. Die Polizisten finden außerdem das Bild eines Mannes, den sie nicht identifizieren können. Laut dem Vermieter lebte der Mann auf dem Foto in Mannings Gästezimmer. Die Familie nannte ihn Uncle David. Die Ermittler fragen sich, ob Uncle David am Abend der Ermordung Mannings Beifahrer war und ob er die tödlichen Schüsse auf Philip Le Monaco abfeuerte. Die Suche nach einem Polizistenmörder entwickelt sich zu einer Fahndung nach einer Gruppe von Inlandsterroristen. Eine Razzia in einem verlassenen Farmhaus in Pennsylvania lieferte zwei wichtige Hinweise. Eine mysteriöse Fotografie und ein Buch mit Telefonnummern. Dutzende Nummern sind eingetragen. Sergeant Evans von der New Jersey State Police fällt auf, dass überall die Ortsvorwahlen fehlen. Ein Streifenpolizist sagte, das könnten Nummern aus Boston sein. Am nächsten Morgen fuhren wir nach Boston und gingen die Nummern durch, um zu sehen, wen wir erreichen konnten. Es waren über 100 Telefonnummern. Bei einer stand die Notiz Miete. Die Nummer gehört zu einer Firma in Boston, die Wohnungen vermietet. Die Ermittler statten dem Manager einen Besuch ab. Ist das einer Ihrer Mieter? Ich zeigte ihm das Foto und er sagte, es tut mir leid, ich sehe die Mieter kaum. Ich bekomme nur einen Scheck per Post. Scheinbar wieder eine Sackgasse. Die Polizei untersucht das Adressbuch noch einmal. Neben der Nummer des Vermieters steht eine Zahl, $275. Also fragte ich, vermieten Sie irgendeine Wohnung oder ein Gebäude für $275? Der Manager erwidert, es gäbe nur eine Wohnung, die für diesen Betrag vermietet würde. Sie stehe gerade leer und werde renoviert. Wir fuhren sofort zu der Wohnung und ließen die Renovierungsarbeiten stoppen. Dann kam die Spurensicherung von der Massachusetts State Police. Die Wohnung war bereits gründlich gereinigt worden. Doch an weniger offensichtlichen Stellen, etwa an einer Glühbirne und hinter der Toilette, werden Fingerabdrücke gefunden. Laut dem Hausmeister hat der Mieter keine Nachsenderadresse hinterlassen. Da sagte der Hausmeister zu mir, sie sollten mal mit seiner Freundin reden. Um 2 Uhr morgens befragt die Polizei die Freundin des Verdächtigen. Haben Sie irgendwelche Informationen? Sie verrät den Ermittlern zwar nicht, wer ihr Freund eigentlich ist, gibt ihnen aber den Namen seines Stiefvaters. Am nächsten Morgen fährt Sergeant Evans in einen Vorort von Boston, um den Stiefvater des Verdächtigen zu befragen. Ich zeigte ihm das Bild und er sagte, was hat Dickie denn jetzt wieder angestellt? Ich fragte Dickie, er erwiderte Dickie Williams. Wir riefen in der Einsatzzentrale an und gaben ihnen den Namen Richard Charles Williams. Sie glichen den Namen mit den Fingerabdrücken ab und es war ein Volltreffer. Wir hatten also auch die zweite Person identifiziert. Richard Williams war Thomas Mannings Beifahrer, als Phil Le Monaco ermordet wurde. Der Tatvorwurf der Fahndung nach dem radikalen Gewalttäter lautet nun Polizistenmord.
Die Ermittler des Falls stehen vor einer gewaltigen Herausforderung. Sie müssen eine Gruppe von flüchtigen Verbrechern finden, die ebenso schwer fassbar wie gefährlich sind. Die Behörden in New England und das FBI arbeiten zusammen, um Manning, Levasseur und Williams aufzuspüren. Special Agent Ed Peterson wird damit betraut, die New Jersey Police bei der Fahndung zu unterstützen. Für das FBI und die Strafverfolgungsbehörden war es nun enorm wichtig, die Verdächtigen ganz genau unter die Lupe zu nehmen und jeden möglichen Kontakt zu untersuchen. Wir mussten denken wie sie, um nachzuvollziehen und zu verstehen, was sie motivierte, was sie als nächstes tun würden. Die Taskforce geht zahllosen Hinweisen zur Melville Jackson Unit durch. Den Akten zufolge haben die Flüchtigen in der Vergangenheit verschiedene Pseudonyme verwendet, um ihre Identität zu verbergen, sowie Postfächer, um ihre Adressen zu schützen. Wir wussten, dass dieser Fall schwierig war, weil sie nicht an einem Ort blieben. Sie verhielten sich nicht so, wie es für Flüchtige üblich ist. Sie setzten wirklich alles daran, ihre Identität zu verbergen. '81 betritt ein Mann das Standesamt in Brattleboro, Vermont, mit einem ungewöhnlichen Anliegen. Er benötigt eine Kopie der Geburtsurkunde eines Kleinkinds, das in den frühen 50ern starb. Die Beamtin wird misstrauisch. Brattleboro ist eine kleine Stadt und sie kennt die Familie des Kleinkinds. Guten Tag, können Sie sich ausweisen? Gibt's ein Problem? Nein, ich möchte nur Ihren Ausweis sehen. Kein Problem, auf den Boden, runter auf den Boden! Nachdem seine Fingerabdrücke in einem verlassenen Fahrzeug in der Nähe gefunden werden, identifiziert die Polizei den Mann später als Raymond Levasseur. Man vermutet, dass er die Geburtsurkunde des toten Kindes stehlen wollte, um eine neue Identität zu schaffen. Er läuft zum Parkplatz, ein weißer Mann. Im Januar 1982 wird auch Thomas Manning neben Levasseur auf die 10 Most Wanted-Liste des FBI gesetzt. Die Behörden üben zunehmend Druck auf die Flüchtigen aus. 4 Monate später wird FBI-Agent John Markey zum Tatort eines Banküberfalls gerufen. 2 maskierte bewaffnete Räuber haben in einer Bank in Burlington, Vermont, $60.000 erbeutet. Laut Agent Markey deutet die Präzision dieser Operation auf die Melville Jackson Unit hin. Direkt nach der Belieferung durch einen Geldtransporter betraten die 3 Personen die Bank. Ein Mann stand in der Lobby. Die anderen beiden sprangen über den Bankschalter. Einer nahm das Geld aus den Kassen. Der andere nahm das Geld, das gerade geliefert worden war. Das Geld in den Kassen ist mit Farbsicherheitspäckchen bestückt. Sie sehen aus wie normale Geldbündel. Werden sie aus der Bank entfernt, wird der elektronische Sensor ausgelöst. Nach 7 Sekunden explodieren sie, setzen Tränengas und rote Farbe frei, die das Geld färbt. Sie warfen etwa $20.000 aus dem Fenster, weil darin Farbpäckchen waren. Raymond Levasseur, Thomas Manning und möglicherweise Richard Williams lagen als mögliche Verdächtige auf der Hand. 2 Monate später überfallen 3 Männer eine Bank in Syracuse, New York, wo sie $195.000 erbeuten. Die Vorgehensweise gleicht dem Überfall in Burlington, mit einer Ausnahme. Sie nahmen nur das Geld, das der Geldtransporter brachte. Sie nahmen kein Geld von den Schaltern. So vermieden sie mögliche Farbpäckchen. Ich war überzeugt, dass diese Leute auch die Filiale in South Burlington überfallen hatten. Das würde erklären, warum sie kein Geld aus Schaltern genommen hatten. Ihnen war klar, dass sie mit Farbpäckchen bestückt sind. In nur 2 Monaten wurden in dieser Gegend über $235.000 gestohlen. Die Behörden sind besorgt, dass die Melville Jackson Unit eine Kriegskasse anlegt, um eine neue Welle des Terrors zu finanzieren. Da weitere Bombenanschläge drohen, müssen die Ermittler eine schwierige Entscheidung fällen. Sie werden versuchen, die Terroristen über ihre Kinder zu finden.
Bilder der Kinder von Manning und Levasseur werden an Schulen, Sportvereine und Kinderärzte in der Gegend verteilt. Könnten Sie schauen, ob Sie eines dieser Kinder erkennen? Das war sehr kontrovers. Es gab viele Diskussionen darüber, dass wir die Bilder der Kinder verbreiteten. Schließlich waren sie unschuldig. Sie lebten eben bei ihren Eltern. Sie waren zwischen 8 und 12 Jahre alt. Die Ermittler sehen sich jedoch zu dem Schritt gezwungen. Die Gruppe schreckt vor Mord nicht zurück. Es stehen Leben auf dem Spiel. Es zahlt sich jedoch nicht aus. Die Flüchtigen haben ihre Kinder gut versteckt. Zu allem Übel initiiert die Gruppe eine neue Serie von Anschlägen. Am 16. Dezember erhält die Polizei in White Plains, New York, einen verzweifelten Anruf. Ein unbekannter Mann hat bei einer Lokalzeitung telefonisch einen Bombenanschlag angekündigt. Laut dem Anrufer wurde die Bombe in einem Bürogebäude platziert. Zum Glück können Dutzende Angestellte evakuiert werden, ehe das Gebäude explodiert. Die Druckwelle zerstört fast alle Fenster des Gebäudes. Drinnen finden die Ermittler die Mitteilung einer Gruppe, die sich United Freedom Front nennt. Die UFF reklamiert den Anschlag für sich. Die Agents, die am Fall arbeiten, erkennen das Logo der UFF mit dem Sturmgewehr wieder. Das Logo gleicht einer Skizze, die in Mannings konspirativer Wohnung gefunden wurde. Wir verglichen beide Logos miteinander. Sie waren sich so ähnlich, dass es sich wohl um die gleiche Gruppe handeln musste. Die United Freedom Front hatte den Bombenanschlag für sich reklamiert. Wir waren überzeugt, dass dies der neue Name derjenigen war, die Fuller Monaco erschossen hatten. Im Laufe des nächsten Jahres reklamiert die UFF 4 weitere Bombenanschläge für sich. Am 14. Dezember 1983 erhält die Presse eine Mitteilung, die erschauern lässt. Sie kündigen an, das Büro eines Rüstungskonzerns in Queens, New York, zu zerstören. Der Anrufer deutet an, dass die Mitteilung der Gruppe in einem Briefkasten in Manhattan zu finden sei. Der Brief prangert die Einmischung der USA in Zentralamerika, der Karibik und im Nahen Osten an. Das Räumungskommando entschärft 2 Kofferbomben, bevor sie explodieren können. Eine intakte Bombe zu finden, ist ein wichtiger Durchbruch für Special Agent John Markey. Die Materialien der Bombe ähnelten den Bomben der Sam Melville Jonathan Jackson Unit der 70er. Insbesondere die verwendete Uhr war ähnlich. In das Uhrenglas wurde ein Loch geschmolzen. Und durch dieses Loch wurde dann eine Messingschraube gedreht. Special Agent Leonard Cross ist mit diesem Design vertraut. Er hatte die ersten Anschläge der Gruppe in den 70ern untersucht. Im Februar 1984 wird Cross zum Koordinator der Task Force, die den Mördern auf der Spur ist. Die Ermittlungen zu dieser radikalen Gruppe laufen bereits seit 8 Jahren. Die Terroristen sind den Behörden stets einen Schritt voraus, da sie immer wieder neue Identitäten annehmen. Agent Cross und die Task Force des FBI entscheiden sich für eine neue Herangehensweise. Wir versuchten zu dokumentieren, wo sie konspirative Wohnungen hatten, wo sie Bomben gelegt und wo sie Banküberfälle durchgeführt hatten. Diese Informationen übertrugen wir auf eine Karte. Langsam zeigt sich ein Muster. Die Aktivitäten der Gruppe konzentrieren sich auf die 4 Bundesstaaten New York, Massachusetts, Vermont und Connecticut. Im Frühjahr 1984 startet das FBI die Operation Western Sweep. So zieht sich die Schlinge um die Flüchtigen immer enger. Mit der Operation sollen vor allem die 3 Köpfe der gewalttätigen, radikalen Gruppe gefasst werden. Die Agents glauben, dass die Gruppe zahlreiche Terrorakte im Inland verübt hat. Die New Jersey State Police vermutet, dass einer der Terroristen den Streifenpolizisten Le Monaco ermordet hat.
Hunderte Ermittler durchsuchen die Gebiete, in denen die Gruppe aktiv war. Wenn die Agents konspirative Wohnungen der Gruppe entdecken, schickt das FBI SWAT-Einheiten zur Durchsuchung. Doch die Flüchtigen sind stets einen Schritt voraus, wie Detective Richard Ryan berichtet. Es war frustrierend, weil wir sie nicht zu fassen bekamen. Aber solange sie Straftaten begingen und noch nicht ganz untergetaucht waren, bestand noch eine Chance. Agent John Markey versucht vorherzusagen, wo die Terroristen als nächstes zuschlagen werden. Ausgehend von der besonderen Lebensweise der Gruppe entwickelt er eine geniale Theorie. 1982 und 83 gab es eine Serie von 4 Banküberfällen in Upper State New York entlang der Interstate 90 zwischen Syracuse und Albany. Markey teilt die Gesamtsumme des gestohlenen Geldes durch die Anzahl der Tage zwischen den Überfällen. Er kalkuliert, dass die Gruppe mit einem täglichen Budget von etwa $737 arbeitet. Davon ausgehend konnte man vorhersagen, wann der nächste Überfall stattfinden würde. Ich berechnete, dass der nächste Überfall zwischen dem 1. und dem 14. Juni 1984 stattfinden würde. Mit dieser Vorhersage liegt Markey richtig. Am 9. Juni überfällt die Gruppe eine Bank in Norfolk, Virginia. Die Vorgehensweise ist bekannt. 3 bewaffnete Männer betreten das Gebäude. 2 von ihnen klettern über den Schalter. Sie überwältigen das Personal mit Waffengewalt. Sie ignorieren das Geld an den Schaltern und nehmen nur die Geldtaschen mit, die gerade vom Geldtransporter geliefert wurden. Sie nahmen überhaupt kein Geld aus den Kassen. So umgingen sie die Farbpäckchen und lösten den Alarm nicht aus. Die Gruppe scheint bei jedem Überfall klüger vorzugehen. Die Ermittler brauchen neue Hinweise, egal wie klein, um einen Durchbruch zu erzielen. Special Agent Ed Peterson. Wir wussten, egal wie raffiniert sich so eine Gruppe anstellt, egal für wie schlau sie sich hält, irgendwann, irgendwo passiert ihnen ein Fehler. Im Sommer 1984 begehen die Flüchtigen einen folgenschweren Fehler. Am 4. August kontaktiert der Besitzer einer Lagerhalle in Binghamton, New York, das FBI. Einer seiner Kunden hat seit 2 Jahren die Rechnungen nicht bezahlt. Der Manager öffnet die Lagereinheit, um den Inhalt versteigern zu können. Doch der Inhalt versetzt ihn in Angst und Schrecken. Wir fanden Anleitungen zum Bau von Bomben, Anleitungen zur Verwendung von Schusswaffen, Recherchen zu verschiedenen Konzernen sowie zahlreiche radikale Schriften und jede Menge marxistische Literatur. Die Baupläne für Bomben sind für die Agents besonders interessant. Sie zeigen einen Zeitzünder, der mit Messingschrauben montiert wird. In früheren Ermittlungen hatten die Agents eine nicht explodierte Bombe mit ähnlichen Messingschrauben an einem der Anschlagsziele gefunden. Die Bombe enthält einen riesigen Dynamitblock und kann mit einer einzigen elektrischen Ladung gezündet werden. Diese charakteristische Bauweise bringt Levasseur und seine Gruppe mit Bombenanschlägen im ganzen Nordosten in Verbindung. In der Lagereinheit befinden sich Hunderte von Beweisstücken. Die Ermittler gehen jeder Spur nach, egal wie unbedeutend sie erscheinen mag. Von den Zeitschriften in der Lagereinheit in Binghamton, New York, dachte zunächst niemand, dass sie wichtig waren. Doch der Adressaufkleber auf einem alten Saatgutkatalog liefert den Ermittlern einen neuen Namen, Jack Horning. Die Ermittler ordnen die Adresse Ansonia in Connecticut zu. Den Nachbarn zufolge ist die Horning-Familie bereits vor Jahren weggezogen. Der Streifenpolizist, der dieser Spur nachgehen sollte, glaubte, es sei wieder eine Sackgasse. Trotzdem befragte er die Nachbarn weiter und fand eine Babysitterin, die nur ein paar Häuser weiter wohnt und manchmal auf die Kinder der Horning-Familie aufgepasst hatte. Die junge Frau erinnert sich gut an die Hornings. Sie berichtet dem Polizisten, dass Frau Horning eine gewöhnliche Mutter war. Die Kinder waren gut erzogen.
Während sie für die Hornings arbeitete, war nichts Ungewöhnliches passiert. Doch dann erinnert sie sich an einen kleinen Vorfall. Eines Tages war sie mit Mrs. Horning unterwegs und sie hatten einen Autounfall. Mit einem leisen Verdacht wendet sich der Polizist an die Kraftfahrzeugbehörde in Connecticut. Er findet keinen Unfallbericht, bei dem eine Mrs. Horning auftaucht. Doch ein Bericht passt zum Datum und dem Ort des Unfalls. Der Schlüssel war die Babysitterin, die als Beifahrerin im Bericht aufgeführt worden war. Der Name, den die Fahrerin der Polizei damals nannte, war nicht Horning, sondern Himes. Judy Himes' Führerschein in Connecticut war mittlerweile abgelaufen. Er war 1980 gegen einen Führerschein in New York eingetauscht worden. Der New Yorker Führerschein wurde später gegen einen Führerschein in Ohio eingetauscht. Den Akten der Kfz-Behörde zufolge ist der Ohio-Führerschein noch gültig. Judy Himes' Name und Adresse in Columbus werden an Sergeant Tom Evans weitergeleitet. Ich rief das Columbus Police Department an und fragte, was befindet sich an dieser Adresse. Der Mann sagte, es sei ein Postfach. Das Postfach wies auf die Gruppe hin. Genau das war ihre Vorgehensweise. Sie ließen sich ihre Post nicht nach Hause schicken. In Columbus mietet das FBI ein leerstehendes Haus gegenüber der Postfachstelle. Von dort aus beobachten die Agents die Postfächer mit Videokameras. Die Fächer waren rund um die Uhr zugänglich. Das machte die Überwachung sehr aufwendig. Am 3. November, dreieinhalb Wochen nach Beginn der Observation, taucht eine Frau an den Postfächern auf. Die Ermittler identifizieren sie als die Frau von Raymond Levasseur. Es war das erste Mal in 10 oder 12 Jahren, dass eine Strafverfolgungsbehörde eine dieser Personen gesehen und observiert hatte. Man kann sich den Adrenalinspiegel vorstellen. Die Frau des Flüchtigen ist für die Behörden die einzige Verbindung zu den Terroristen. Anstatt sie zu verhaften, folgen die Agents ihr, in der Hoffnung, dass sie zu ihrem Mann fährt. 1984 verfolgen das FBI und eine Taskforce aus mehreren Bundesstaaten inzwischen seit Jahren eine Gruppe von Inlandsterroristen. Die radikale, gewalttätige Gruppe wird verdächtigt, eine Serie von Banküberfällen und Bombenanschlägen verübt, sowie einen Streifenpolizisten in New Jersey ermordet zu haben. Die Ermittler folgen der Spur der Gruppe von einer konspirativen Wohnung in Connecticut zu einem Postfach in Columbus, Ohio. Nach fast einem Jahrzehnt ist ihr einziger Hinweis auf den Aufenthaltsort der Terroristen die Frau des Anführers, Ray Levasseur. Die Agents folgen ihr. Sie sind sich bewusst, dass Levasseurs Frau, genau wie der Rest der Gruppe, ihre Spuren gut verwischt und Verfolger schnell bemerkt. Sie halten also sorgfältig Abstand und setzen auf Luftüberwachung, falls sie ihnen entwischen sollte. Detective Richard Ryan. Sie fuhr vom Highway immer wieder ab, hielt an, fuhr weiter, schaute sich um, nahm Seitenstraßen, dann wieder die Interstate wieder runter. Die Observation war schwierig. 2,5 Stunden später hält die Frau vor einem Haus in Deerfield, Ohio. Nachdem sie angekommen war, überwachten wir das Haus von mehreren Positionen aus. Es war eine ländliche Gegend mit vielen Maisfeldern in der Nähe. Der Streifenpolizist Richard Tau aus New Jersey observiert das Haus aus der Entfernung. Etwa 20 Minuten später verließ ein Mann das Haus. Er stieg in ein Auto und fuhr weg. Bei dem Mann handelt es sich um Richard Williams, gesucht wegen der Ermordung des Streifenpolizisten Philip LeMonaco. Die FBI-Agents folgen Williams zu einer konspirativen Wohnung in Cleveland. Sie observieren nun zwei Häuser, die 100 Kilometer auseinander liegen.
Am einen Ort befand sich der mutmaßliche Mörder von Philip LeMonaco und am anderen Ort einer der meistgesuchten Verbrecher, Ray Levasseur. Die Observationen zogen sich die ganze Nacht und bis zum Morgen hin. Gegen 9.40 Uhr morgens verlassen die Levasseurs das Haus. Alles klar, wenn ihr in Stellung seid, geht's los. Die SWAT-Einheit rückt an. Die Polizisten verhaften Ray Levasseur und seine Frau. Wir gaben sofort in Cleveland, Ohio Bescheid, dass Levasseur gefasst wurde. Es sollte jetzt auch das Haus in Cleveland gestürmt werden. In Cleveland umstellen Agents und Polizisten das Haus von Richard Williams. Der Mord- und Terrorverdächtige Williams ergibt sich widerstandslos. Nach jahrelanger Arbeit haben die Ermittler zwei der drei Köpfe der Gruppe in weniger als einer Stunde gefasst. Wir hatten Ray Levasseur und seine Frau. Wir hatten Dickie Williams. Die einzig verbliebenen Flüchtigen waren Tom Manning und seine Frau. Die Agents fragen Richard Williams nach Thomas Mannings Aufenthaltsort. Williams hält sie stundenlang hin. Je mehr Zeit vergeht, desto höher sind die Chancen, dass die Flüchtigen untertauchen. Schließlich knickt Williams ein und verrät die Adressen von drei konspirativen Wohnungen in Jefferson, Ohio. In einer davon soll sich Thomas Manning aufhalten. Wir fuhren zu dieser Adresse und führten eine umfangreiche Durchsuchung durch. Williams Hinhaltetaktik hat den Mannings genug Zeit gegeben, um zu fliehen. Doch nicht genug Zeit, um ihre Spuren zu verwischen. In der Wohnung finden die Ermittler Handfeuerwaffen, gefälschte Ausweise und $32.000 Bargeld. Außerdem entdecken sie umfangreiche Aufzeichnungen zu den Aktivitäten der Gruppe. In einem Zimmer wird ein Funkscanner gefunden, mit dem die Frequenz abgehört wurde, die vom FBI benutzt wird. In einem anderen Zimmer finden sie Sprengstoffe und Material zum Bau von Bomben. Sie finden außerdem einen Bombensatz, der Messingschrauben enthält, die zu den nicht explodierten Bomben passen, die 1976 und 1983 gefunden wurden. Und schließlich finden sie noch eine halbautomatische Pistole mit 9mm Kaliber. Die Waffe wird vom FBI forensisch untersucht. Die Kugel, durch die Streifenpolizist Philip LeMonaco starb, wird mit Kugeln aus der 9mm Waffe verglichen. Wir stellten fest, dass diese Waffe verwendet wurde, um Phil LeMonaco zu töten. Obwohl sie endlich die Mordwaffe gefunden haben, wird es schwer, den Besitzer der Waffe zu ermitteln. Die Seriennummer wurde abgefeilt. Die Forensiker verwenden eine chemische Lösung, um die Nummer hervorzuheben. Sie ist unter der Oberfläche des Metalls gerade noch lesbar. Die Agents bringen die Waffe mit einem Waffenladen in Norfolk in Verbindung. Dort wurde sie von einer Frau namens Deborah Ann Fury gekauft. Sie hatte eine Adresse in Virginia Beach angegeben. Die Ermittler nehmen den Ort unter die Lupe. Es handelt sich dabei um ein weiteres Postfach. Ein Observationsteam wartet darauf, dass jemand die Post abholt. Als eine Frau ankommt und das Postfach öffnet, wird sie von den Agents identifiziert. Bei Deborah Ann Fury handelt es sich tatsächlich um die Frau von Thomas Manning. Das FBI hat endlich eine Verbindung zum letzten Mitglied der radikalen Terrorgruppe gefunden.
In Ohio haben das FBI und die Polizei zwei Köpfe einer gewalttätigen, radikalen Gruppe festgenommen, denen Raub- und Inlandsterrorismus vorgeworfen werden. Einer der beiden, Richard Williams, wird des Mordes an einem Polizisten verdächtigt. Zwei weitere Mitglieder der Gruppe, Thomas Manning und seine Frau, sind noch auf freiem Fuß. Es ist 5 Monate her, dass Manning und seine Familie aus ihrem Unterschlupf in der Kleinstadt Deerfield geflohen sind. Das FBI bringt die Waffe aus ihrem Haus mit einer Adresse in Virginia Beach in Verbindung. Die Adresse stellt sich als ein weiteres Postfach heraus. Nach wochenlanger Observation entdecken die Agents die Frau des Flüchtigen beim Abholen der Post. Special Agent Leonard Cross erinnert sich noch gut daran. Wir wussten, dass sie einen Funkscanner hatte und die Frequenzen der Polizei und des FBI abhören würde. Wir hatten einen speziellen verschlüsselten Funk, der nicht abgehört werden konnte. Wir verfolgten sie gen Norden. Mannings Frau führt die Ermittler zu einem neuen Unterschlupf in Norfolk, in etwa 30 Kilometern Entfernung. Sie wollen sie nicht festnehmen, solange sie nicht sicher sind, dass ihr Mann zu Hause ist. Eine Stunde später folgen die Ermittler ihr zu einem nahegelegenen Shoppingcenter. Während sie in Gewahrsam genommen wird, nähert sich eine zweite Einheit der Wohnung. Manning ist nun draußen und ahnt nicht, dass er beobachtet wird. Er war unbewaffnet. Genau der richtige Zeitpunkt, um ihn festzunehmen. Thomas Manning, das letzte Mitglied der Gruppe, wird in seinem Garten festgenommen. 1987 stehen Thomas Manning und Richard Williams in Somerville, New Jersey, vor Gericht. Donna LeMonaco, die Witwe des Polizisten Phil LeMonaco, ist beim Prozess anwesend. Es war mir sehr wichtig, beim Prozess dabei zu sein. Ich musste hören, was genau passiert war. Ich wollte sichergehen, dass diese beiden Phil umgebracht hatten. Thomas Manning erhält wegen des Mordes an Philip LeMonaco eine lebenslange Haftstrafe. Richard Williams wird nach einem Fehlprozess 1991 erneut vor Gericht gebracht und des Mordes schuldig gesprochen. Er erhält ebenfalls eine lebenslange Haftstrafe. Die Frau von Thomas Manning wird der Verschwörung für schuldig gesprochen und erhält eine Haftstrafe von 15 Jahren. Raymond Levasseur erhält aufgrund seiner Rolle bei den terroristischen Aktivitäten der Gruppe 45 Jahre Haft. Seine Frau wird nach mehreren Monaten in Untersuchungshaft freigelassen. Ich finde es sehr wichtig, eine Sache klarzustellen. Levasseur, Manning, Williams, sie waren nichts als Verbrecher. Sie nennen sich gerne Freiheitskämpfer oder Revolutionäre. Letzten Endes sind sie einfach nur Verbrecher. Das ist die Quintessenz. Wer Banken überfällt, Bomben hochgehen lässt, einen Polizisten tötet, der bloß seine Arbeit macht, der ist ein gemeiner Verbrecher, sonst nichts. Nach den Prozessen besuchen Polizisten der New Jersey State Police zum ersten Mal das Grab von Phil LeMonaco. Wir besuchten gemeinsam sein Grab. Es fühlte sich an, als hätten wir nun seinen Respekt verdient, als würde er wissen, dass wir unser Bestes getan hatten. Jahrzehnte nach Philip LeMonacos Tod hinterlassen Menschen immer noch Blumen und Fahnen entlang des New Jersey Highways, den er patrouillierte.